Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sollte mein erster Vlog heute werden, aber ich bin leider ein kleines bisschen gescheitert, deswegen nur so der Versuch eines Vlogs, kein echter Vlog. Über meinen Verzicht von Kuhmilch, warum, wie es mir dabei erging und das Fazit, das Resultat. Ja, ihr Lieben, einige haben es von euch ja schon auf Instagram mitbekommen. Ich verzichte seit 6 Wochen auf Kuhmilch und das kam bei mir wie folgt. Vorneweg vielleicht einmal zu meiner Person. Ich bin wirklich milchsüchtig, ja, und trinke, und es klingt jetzt total viel, es ist auch viel, aber ich finde, es klingt mehr, als es sich angefühlt hatte in der Vergangenheit, so circa 1 Liter Milch am Tag. Ja, also ich koche mit Milch, ich trinke sehr, sehr viel Tee, ich trinke aber auch mal ein Glas Milch zwischendurch, so beim Abendessen oder so. Also wirklich sehr, sehr hohen Milchkonsum. Und dann saß ich eines Tages mit einem meiner Kinder, kam noch zweite dazu, also mit 2 meiner Kinder, und wurde genötigt von meinen Kindern, mir eine Dokumentation anzusehen über das Leiden von jungen Kühen. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist auf keinen Fall ein Bekehrungsvideo. Ich mag auch Leute nicht, die andere bekehren. Aber so war es damals und meine Kinder waren natürlich aus allen Wolken gefallen und haben den Entschluss gefasst, nie wieder Milch zu trinken und haben mich mal quasi, ich sage jetzt mal nicht unbedingt genötigt, aber konnten gar nicht verstehen, dass ich jetzt weiter Milch trinken möchte. Okay, nach so einer Doku möchte man eigentlich gar nichts mehr mit tierischen Produkten zu tun haben, das ist ja auch klar. Aber ehrlich gesagt fand ich diese jugendliche Entscheidung meiner Kinder und auch deren authentischen emotionalen Umgang, den fand ich total schön. Und ich habe gesagt, Kinder, wisst ihr was, ich mache mit euch mit. Und ich habe es erstmal auf 4 Wochen reglementiert. Ich habe gesagt, 4 Wochen trinke ich keine Milch aus Solidarität zu euch, zu der Welt etc. Jetzt wisst ihr die Vorgeschichte. Das war vor 6 Wochen und 2 Tagen zum Thema Vlog. Ich hatte mir gedacht, super, das eignet sich prima als erstes Vlog-Thema. Das heißt, ich begleite mich täglich mit der Kamera, wie ich so durch den Kuhmilchverzicht, wie ich zurechtkomme und wie es mir dabei geht. Ich bin aber leider, wie schon erwähnt, dabei gescheitert, denn der vlogartige Umgang mit der Kamera ist doch ein anderer. Das habe ich zu spät bemerkt. Das heißt, ich habe mich jedes Mal neu vor der Kamera vorgestellt. Und wenn man jetzt meine Schnipsel aneinander reiht, ist das ein Hallo ihr Lieben, Hallo ihr Lieben, Hallo ihr Lieben, Hallo ihr Lieben. Und das funktioniert wirklich nicht. Darüber hinaus, dieses Filmen im Querformat, da konnte man dann wirklich nicht alle Sequenzen nehmen. Sprich, es sind nicht viele Sequenzen, die wir jetzt in dieses Video reinschneiden. Micha wird einige reinschneiden. Ein klassischer Vlog sieht anders aus. Verzeiht mir an dieser Stelle. Verzicht auf Kuhmilch. Das ging bei mir schon mal los, dass ich in den Supermarkt bin und überhaupt nicht wusste, welche pflanzliche Alternative jetzt ich nehmen sollte. Zu mir passt, das ist ja ein Riesenangebot. Und da sich erstmal durch die Zutatenliste zu lesen, das hat mich ganz schön gefordert, ja, mich erstmal damit auseinanderzusetzen. Es gibt ja Reismilch, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Kokosmilch. Dinkelmilch hatte ich übrigens noch nicht probiert, gibt es aber auch. Und die gibt es mit Zucker, ohne Zucker, mit Nahrungsergänzungsmittel, ohne. Die gibt es auch in Mischvarianten, die gibt es in Barista-Varianten. Da ist dann mehr Öl drin, das lässt sich dann besser schäumen. Ach so, Erbsenmilch hatte ich auch noch aus Erbsenprotein. Und da gilt es dann natürlich erstmal so viel wie möglich irgendwie auszuprobieren. Das heißt, von jeder eine mitzunehmen und mal zu schauen. Dann ist es aber auch so, dass die zum Beispiel jetzt die Hafermilch, die gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern. Einige werden mit Sonnenblumenöl angemacht, andere mit Rapsöl. Das heißt, auch innerhalb dieser pflanzlichen Alternativen von derselben Pflanze gibt es geschmackliche Unterschiede. Man steht also wie in einem Wald und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das war schon nicht einfach. Mir schmeckt das alles überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl daran, ich will hier nichts schlecht machen, aber ich habe das Gefühl daran, wird das Projekt wirklich scheitern. Einfach, weil mir, also ich krieg's gar nicht richtig runter. Boah, wirklich.
Ich vermisse meine Milch und werde jetzt gar keinen Tee trinken. Dann halten wir auch egal. Deine Mama ist jetzt beleidigt. Genau so lief es die ersten Tage ab. Ich habe tatsächlich 8 bis 10 Tage gar keinen Tee getrunken morgens. Die Erinnerung an die gute Milch, die war einfach noch so präsent, dass ich diese langweiligeren pflanzlichen Alternativen überhaupt nicht akzeptiert habe. Und es hat mir wirklich gar nicht geschmeckt. Und ich habe lieber verzichtet, komplett, als etwas zu trinken, was mir nicht schmeckt. Auch mit allem weiteren jetzt. Irgendwann gab es mal Cornflakes und da hätte ich jetzt normalerweise mit Cornflakes gegessen. Das esse ich ja nicht oft, aber das habe ich dann auch sein lassen. Ja? Das hat sich verbessert. Es fing an, als ich den Anlauf wieder gewagt habe. Ich meine, irgendwie will man morgens was Warmes trinken. Es gehört einfach zum Morgen dazu. Und dann fing ich ganz behutsam an und habe, ich glaube, es war Hafermilch, mit der ich angefangen habe. Und das war dann nach dieser Pause gar nicht so schlecht. Es war nicht gut, aber es war auch nicht so schlecht. Und dann fing ich an, mich durchzuprobieren. Mit Hafer hatte ich angefangen. Und dann will man die Packung ja auch zu Ende trinken. Und dann trinkt man ja erstmal nicht so viel, weil man sich ja an den Geschmack gewöhnen muss. Sprich, ich war, glaube ich, eine Woche oder so mit dieser Hafermilch beschäftigt. Dann kam Soja. Und da war mein Geschmack schon zu sehr auf Hafer gepolt, als dass ich Soja noch annehmen wollte. Dann kam, glaube ich, Mandel. Mandel hat ja so gut wie gar kein Eiweiß und ganz wenig Fett. Das heißt, Mandel ist so ein bisschen zu wässrig. Es ist eher ein Getränk an sich. Man kann Mandelmilch pur ganz gut trinken, ebenso wie Kokosmilch. Aber für in den Tee rein hat das für mich nicht funktioniert. Was ich aber gemacht habe, es gab einmal Smoothies bei uns und da habe ich mit Mandelmilch statt jetzt Hafermilch oder so. Da hat das dann ganz gut gepasst. Und irgendwie bin ich dann bei dieser Hafermilch hängen geblieben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn meine erste Prägung Sojamilch gewesen wäre, ob es dann mit der Sojamilch so gekommen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich immer wieder, ich habe viele Sorten ausprobiert und ich bin dann doch immer wieder zur Hafermilch zurückgekommen, einfach weil sie für mich am besten schmeckt. Und es gab dann tatsächlich den Moment, auf den ich lange gewartet habe, er kam. Ihr Lieben, ich möchte einen historischen Moment mit euch teilen. Schwarzer Tee, entkoffiniert, mit Hafermilch und er schmeckt mir wunderbar. Heute ist Tag 36. Es hat 36 Tage gedauert. Ich habe jetzt zum allerersten Mal das Gefühl, dass ich angekommen bin. Mal schauen. Mal schauen, ob es dann auch eines Tages so weit gehen wird, dass ich Kuhmilch nicht mehr mag. So weit sind wir noch nicht. Ich hätte gerne noch Kuhmilch. Aber das schmeckt mir zumindest zum ersten Mal. Wahnsinn, wie sich Geschmacksnerven doch anpassen, wie man sich gewöhnt und ja, wie man sich auch umprogrammieren kann, finde ich sehr faszinierend. Prost! Seitdem hat sich nochmal verändert, dass ich einfach noch mehr mich an die Hafermilch gewöhnt habe und aktuell kein Bedürfnis nach Kuhmilch im Tee habe. Wenn man mir jetzt Kuhmilch hinstellen würde, würde ich, glaube ich, die Hafermilch bevorzugen. Das ist wirklich spannend. Hätte ich von mir nicht gedacht, schon gar nicht, als ich die ersten Tage so darunter gelitten habe. Ein anderer Nebeneffekt oder sagen wir mal ein anderes Thema, was mich im Zuge des Milchkonsumverzichts interessiert hat. Und zwar, ihr wisst es ja, ich neige zu Pickeln und zwar besonders kurz vor der Periode, aber durchaus auch mal dazwischen. Und da hieß es schon die ganzen letzten Jahre immer, ja, das liegt an der Milch, hör auf Milch zu trinken, du trinkst so viel Milch. Und ich dachte natürlich, klar liegt es an der Milch, ich trinke so viel Milch, woran soll es denn sonst liegen? Ja? Habe aber nie es wirklich geschafft, auf Kuhmilchprodukte zu verzichten. Da war einfach ja, der Wille nicht da und auch die Motivation. Also meine Motivation war nicht hoch genug, für ein paar Pickel auf so was Tolles wie Milch zu verzichten. Aber jetzt die Motivation der Kinder hat mich doch schon sehr gepackt. Und dann habe ich meiner ersten Periode entgegengefiebert. Ja, ihr Lieben, heute ist Tag 28 und ich habe jetzt zum ersten Mal meine Periode bekommen. Und da hatte ich so ein kleines bisschen gehofft, dass
Also ich habe immer Pickel, wenn ich meine Regel bekomme. Und das sind auch teilweise richtig große Pickel. Also es sind manchmal so Unreinheiten, aber es sind teilweise auch richtig die ganz großen Freunde mit dabei. Und ich hatte gehofft, dass da so ein kleiner Zusammenhang besteht zwischen den vielen Milchprodukten, die ich zu mir nehme, und den Pickeln. Jedenfalls wurde mir ganz oft gesagt, Leila, wenn du auf die Pickel keine Lust mehr hast, dann lass die Milchprodukte weg. Und jetzt habe ich sie quasi seit 4 Wochen weggelassen. Die erste Periode ist da und ehrlich gesagt sind alle Hautreihen-Unreinheiten ganz genau wie sonst auch vorhanden. Sprich, entweder ich bin zu ungeduldig, vielleicht muss man noch einen weiteren Zyklus abwarten, bis sich das alles reguliert und abbaut. Oder aber es gibt zumindest in meinem Fall keinen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Hautunreinheiten. Also wenn man mal hier guckt, das ist alles ganz schön blöd. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber. Kein Unterschied, leider. Und was soll ich sagen? Das war ein Satz mit X. Also es hat leider keinerlei Einfluss gehabt, wobei vielleicht dauert das auch. Vielleicht ist das auch eine Sache, dass man wirklich im Darm oder im Hormonhaushalt, ich weiß es nicht, sich Dinge grundlegend ändern werden oder müssen. Und das geht vielleicht nicht ganz so schnell wie ein Zyklus. Demnächst kommt mein zweiter Zyklus. Mal gucken, ob ich dann anfange zu blühen. Aktuell habe ich ja eine ganz okay Haut. Und ich bin gespannt. Ja, das kriege ich jetzt in dieses Video natürlich nicht mehr rein, das Ergebnis. Aber, und das wäre vielleicht auch interessant, denn ich scheitere ja hier mit diesen Vlog-Sachen so ein bisschen. Ja, es ist ja nicht so meine Stärke. Aber ich möchte vielleicht für jeden, der sich einen Vlog von mir öfter mal wünscht, kann ja auf Instagram ab und zu mal reinschauen, denn da filme ich ja schon meinen Alltag vlog-ähnlich. Also da in den Stories, da nehme ich ja doch alle mit und habe so immer so meine 10, 15 kleinen Sequenzen, die ich am Tag filme, und die geben ja doch einen, ja, kleinen Einblick in den Alltag, und da werde ich dann auch von den Pickeln berichten. Also gerne da einmal reinschauen, gerade für diejenigen, die sich vernünftige Vlogs von mir wünschen. Auch auf Instagram ist es allerdings so, dass ich dann so zum Beispiel stressige Momente oder Momente, wo alles zu viel wird, eher nicht mit der Kamera einfange. Einfach, dann habe ich kein Handy in der Hand. Sondern es sind eher so Momente, wo es halt auch gut passt, oder Momente, die ich gut auswähle zwischendrin. Kommen wir vielleicht zum Fazit des Videos. Für die Schönheit Haut, Haare, Nägel weiß ich nicht, ob es geeignet ist unbedingt. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Fürs Wohlbefinden allgemein. Ich habe halt Kuhmilch sehr gut vertragen, Hafermilch vertrage ich auch sehr gut, deswegen gibt es da keinen Plus. Allerdings, so ein bisschen am Rande, ich habe ja die ersten Tage komplett auf den Tee verzichtet morgens, einfach weil ich so beleidigt war, wie schlecht das schmeckt. Und da habe ich gemerkt, dass ein Start in den Tag ohne Koffein gar nicht schlecht ist. Also, das ist jetzt ein anderes Thema, passt nicht ganz hierhin, aber grundsätzlich habe ich ein Wohlbefinden Plus, wenn ich morgens nicht mit Koffein starte. Kann auch ein Wohlbefinden plus ohne Milch sein, aber das kann ich jetzt nicht ganz so genau voneinander trennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe für mich entschieden, bei der Hafermilch zu bleiben. Sie schmeckt mir gut, sie tut mir nicht schlecht, und ich habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun, werde aber kein Dogma entwickeln. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und es gibt keine Hafermilch, werde ich keine sein, die ihre Hafermilch in der Handtasche dabei hat. Ja, sondern ich bleibe ganz entspannt. Ich werde auch weiterhin mit Kuhmilch kochen, wenn irgendwo ein Schluck wo dran ist. Das stört mich nicht. Und ich werde auch dem Rest der Familie nichts aufdrängen oder aufdrücken. Das heißt, wir werden immer alles da haben. Beim ganz Kleinen bleibe ich bei Kuhmilch, einfach weil er mit seinen 2,5 Jahren ja doch noch viel seiner Nährstoffe über die Milch zu sich nimmt. Und da sind die pflanzlichen Alternativen für mich einfach nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Sie sind für mich einfach zu unterschiedlich, der Kuhmilch. Und die Milch ist ja doch noch entscheidend für Knochenwachstum und alles Mögliche. Ja, die großen Kinder dürfen auch entscheiden. Und da gibt es ja bei uns in der Familie schon eine, ich sage mal, jugendliche vegane Richtung. Jugend ist so, das ist auch normal. Ja, die Jugend will die Welt verbessern, das ist schön. Und ja, ein Stück weit schließe ich mich jetzt da ein bisschen an. Ja, das war mein erster Nicht-Vlog, ihr Lieben. Ich freue mich auf eure Ergänzung. Ich freue mich über einen Daumen hoch,
über einen Kommentar und ganz ja, berichtet von euch und freue mich auf euch im nächsten Video wieder. Ciao, tschüss!